Christian und Christiane, ein Liebespaar von heute. Zusammen sein können sie aber nur am Wochenende, denn Christian ist bei der Bundeswehr. Christianes Eltern sehen es nicht gerne, dass die beiden über Nacht in ihrem Haus bleiben, wegen der Leute, meint der Vater. Die Mutter ist gegen eine frühe Bindung. Christian will sich einen Gebrauchtwagen kaufen, dann hat man mehr Zeit füreinander. Was darf's denn sein? Ihre Chefin, bitte. Nichts für ungut, junger Mann. Guten Tag, wollte mal nach dir sehen, Irmchen. Nett von dir, Alfred. Ja, du, also, wir haben dich sehr vermisst. Ohne deine Superwürfe kommt kein Schwung unter die Leute. Nun, übertreib mal nicht so. Aber ich konnte wirklich nicht. Hexenschuss. Ah, naja, wir kegeln ja nicht nur alles, was Bier ist immer noch nicht zu Ende. Geht's dir jetzt besser? Einigermaßen. Dienstagabend habt ihr mich wieder. Na, Gott sei Dank. Tag, Herr Brunner. Tag, Christiane. Hat's mit dem Wagen geklappt? Toll. Ihr kennt euch? Ja, na klar. Christian, zukünftig. Ich darf Sie dir 2 Minuten entführen? Kann man dir trauen, Alfred? Aber. Na, Christiane, wie gefällt er Ihnen? Zwar keine Ente, dafür aber nagelneu. Ja, aber... Ja. Christians neuer Wagen. Das mit der Ente war nichts. Der Wagen hat einen Unfall. Das ist mit Ach und Krach durch den TÜV gekommen. Nee, habe ich mir gesagt, in die Brieftasche gegriffen und den hier gekauft. Hat er doch da was Richtiges? Da wird er sich aber unheimlich freuen. Wann hat er einen Dienstschluss? So um 2. Ja, holen wir ihn doch ab. Das Gesicht möchte ich sehen. Du fährst heute also nicht mit Christian? Nee, mein Vater wartet auf mich. Mit der neuen Karre? Ich weiß nicht, der redet so blöd drumherum. Hast du schon mal eine Ente gefahren? Nur bei der Probefahrt. Fährt sich ganz gut, schaukelt ein bisschen. Mir wäre die zu lahm. Wieso? Die macht doch höchstens 90 Sachen. Da verschluckt sie auch nicht so viel wie du. Tschüss, bis Montag. Also, tschüss, mach's gut, Leute. Tschüss und bleib sauber. Mensch, Chrissy, du bist ja auch hier. Ist auch eine gelungene Überraschung. Tag, mein Junge. Tag, Vater. Wo ist denn die Ente? Wir haben eine Überraschung für dich. Zeigen ihm. Den hier. Wahnsinn. Ist ja echt spitze. Schon gut, Junge. Das gibt's ja gar nicht. Weil der andere war auch nichts mehr. Aber wäre ein Reinfall gewesen. Der hier hält länger und schneller ist er auch. Die Finanzen? 4.000 hast du, den Rest hab ich zugelegt. Brauchst du mir erst zurückzuzahlen, wenn dein Dienst hier um ist. Danke, Vater. Also los, einsteigen. Aber erst langsam fahren, ja? Ja, ja. Fährt sich toll, hä? Mhm. Dann fahr nicht so schnell, Junge, du kennst den Wagen noch nicht. Ja, ja. Ich glaube, es war ganz vernünftig von mir, ihn Vollkasko zu versichern. Oh, verdammt teuer. Wenn du den neuen Wagen zu Schrott fährst, ist es teuer. Du würdest bitte nach vorne schauen. Ich glaube, wir sollten die Plätze tauschen. Das wäre nicht wahnsinnig. Jetzt hör bloß auf, wir sind gleich bei dir. Ja, nee, ich komm mit. Was zu uns?
Ja, das müsst ihr sowieso mal wieder bei euch sehen lassen. Das ist eine gute Gelegenheit. Du meinst, dass das jetzt unbedingt sein muss? Kann er das Geld auch morgen bringen? Ja, schon würde ich kommen mit. Ich weiß nicht. Und die ist in letzter Zeit nur noch hysterisch. Ich erinnere mich nachher daran, dass ich dir die Papiere gebe. Christian und Christiane sind da. Mit dem neuen Auto. Papa ist auch dabei. Was will denn der hier? Meinetwegen kommt der bestimmt nicht. Verzieh mich, Oma. Und sag nicht, dass ich da bin, sonst quatscht er mich wieder voll. Du bleibst schön hier, Sonja. Hallo. Hallo, grüß dich, Sonja. Na, wie geht's? In der Schule? Alles in Ordnung? Übst du fleißig? Ja, wenn du Lust hast, kannst du mir ja nachher mal was vorspielen. Tag. Tag, Oma Bissinger. Hallo, Oma. Ist doch Kaffee in der Kanne. Kinder, ihr bedient euch, nicht? Ich wollte ja gerade nach oben. Sag mal, gehört die neue Karre dir? Tja, was hast du denn gedacht? Ist ja stark, dann halte ich das Mofa endlich für mich allein. Ja, ob du das verdient hast? Ist die Mutti nicht da? Ich würde noch was einkaufen sein. Ah, jetzt hätte ich Lust auf ein schönes, kaltes Bier. Schaust du mal nach? Sieh doch selbst nach. Ich muss mal Moni anrufen, dir das vom Mofa sagen. Du, gehst du mal? Ich kann mich schlecht selbst bedienen, als wenn ich immer zu Hause wäre. Ob ich das nur raus will oder du? Hallo? Ist Moni nicht da? Okay, ich rufe dich später noch mal an. Sonja, hilf mal bitte. Tag, Mutti. Bist aber früh heute. Kunststück mit dem neuen Auto. Was? Das ist dein Auto? Fällt's dir nicht? Ja, und woher hast du das Geld? Den Rest hat Vater draufgelegt. Das ist gut. Geschenkt hat er das dir bestimmt nicht. Ich zahl's ihm zurück, wenn ich wieder arbeite. Übrigens, er ist auch hier. Hat mir den Wagen zur Kaserne gebracht. Dann wollte er unbedingt mit dir her. So, und was will er? Das weiß ich nicht. Ich fahre noch selbst. Tag, Lotti. Ach komm, lass mich mal. Nee, lass mich. Tag, Frau Brunner. Tag. Wo ist Oma? Hat sich verzogen. Ich wäre schon längst mal vorbeigekommen, aber du weißt ja, wie das ist. Daraufhin brauche ich erstmal einen Schnaps. Donnerwerk, mein Lotti. Seit wann trinkst du am helllichten Tag? Das mache ich immer, wenn ich mich ärgere. Boing. Und worüber ärgerst du dich, wenn ich mal fragen darf? Verrückte Idee mit dem Auto. Wozu braucht der Junge einen Neuwagen? Erklär mir das mal bitte. Ach, Lotti. Ist dir klar, dass er jetzt mit 10.000 Mark Schulden dasteht? Schöner Start ins Berufsleben. Ich weiß, was ein R5 kostet. Schließlich arbeite ich in der Branche. Wieso denn 10.000? 4 hat er doch selber. Ach was, 1.000 hat er. 3 sind von Oma geliehen. Ja, das habe ich nicht gewusst. Aber mach du deswegen nicht so ein Theater? Du hast gut reden. Der Junge verdient doch nichts. Die beiden schaffen das schon. Was heißt die beiden? Sind sie vielleicht schon verheiratet? Herrgott, nochmal, Lotti, was soll denn das? Aber du hast ja recht. Benehmen tun sie sich ja schon so. In jeder Hinsicht.
Aber du kümmerst dich ja um nichts, was deine Kinder betrifft. Alles überlässt du mir. Dabei hast du sie selber mit in die Welt gesetzt. Nur so ein Blödsinn wie mit dem Auto fällt dir ein, damit du groß dastehst. Verdammt doch mal. Das ist ja genau wie früher. Ein Glück, dass ihr geschieden seid, dass man das nicht mehr tagtäglich mit anhören muss. Wahnsinn. Deswegen wollte ich auch nicht, dass er mitkommt. Immer das Gleiche. Zieh mich um und dann fahren wir zu dir. Ist gut. Junge, das Geld. Ich komm gleich, Oma. Wenn dieser Mensch doch nur nicht mehr hierher kommen würde. Wir haben doch bloß nicht von Gelsenkirchen weggezogen. Aber meine Tochter wollte ja nicht auf mich hören. Gefallen die Ihnen? Mhm. Sind noch von meiner Aussteuer. Sie sind ja schön. Dann schenke ich sie Ihnen. Ich weiß doch, dass junge Leute heute sowas wieder mögen. Toll, die kriegt man ja nicht mal mehr auf dem Flohmarkt. Vielen Dank, Oma. Das darf ich doch sagen, oder? Ach, natürlich, Christiane. Christiane hat mir erzählt, dass Sie in einer Drogerie arbeiten. Mhm. Ich habe da nämlich neulich gelesen, dass Murmeltierfett so gut gegen Rheuma sein soll. Habt ihr sowas? Muss ich mal fragen. Weiß nicht. Schon eine Qual, vor allem bei Wetterumschwung. Guck mal, Schatz, was mir deine Oma geschenkt hat. Toll. Hier. Die 3000 Mark. Danke, Oma. Bist super. Ich gebe es jetzt zurück, so schnell ich kann. Ach, das eilt doch nicht. Danke. Komm, fahren wir zu dir. Nimm bloß deinen Vater mit. Sonst streit nicht wieder den ganzen Abend. Hm. Tschüss, Omi. Tschüss. Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. So, Vater, wir fahren jetzt. Kommst du mit? Selbstverständlich. Kraftfahrzeugschein, Kraftfahrzeugbrief und Versicherungspolizei kommen in etwa 3 Wochen. Danke. Bitte, und brauchst du ja nicht. Das ist in der Familie. Danke. Danke dir auch. Alles auf. Lotte. Jetzt verschwindet er wieder das ganze Wochenende. Kannst du nicht mal ein Machtwort sprechen? Mutti, ich würde auch gern hierbleiben. Aber nur mit Christiane. Ja, dagegen hat ja niemand was. Also. Weißt du, was sie will? Sie will, dass Christiane jeden Abend nach Hause fährt. Ja, das ist auch nicht mehr als recht. Lotti, der Junge ist erwachsen. In meinem Haus gibt's das nicht. Nee, das gibt's wirklich nicht. Wiedersehen. Du machst doch alles falsch, Lotti. Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Angelegenheiten. Was soll die schmutzige Wäsche hier? Die kann von mir aus waschen, wer will. Hast du meine neue Keule gesehen? Ja, 5. 160 Spitze. Keine Chance, häng dich trotzdem ab. Das will ich erst mal sehen. Komm, wir drehen eine Runde. Nee, nee, jetzt nicht. Wir warten noch auf Beate. Ihr könnt euer Superrennen morgen veranstalten. Aber zeigen da von mir die Schüssel doch mal. Oder ist das etwa auch verboten? Ach, haut doch ab. Hallo, Herbie. Na, Alter? Alles drin? Ja, blöd, Mann. Man muss doch wissen, wo was ist, falls man was sein sollte. Christiane?
Ja. Was soll denn Christians schmutzige Wäsche bei uns? Ach, die hat ihm seine Mutter gestern nachgeschmissen. Was war denn los? Das Übliche. Na, was denn? Dass er mal wieder ein Wochenende zu Hause bleiben soll. Das könnte er wirklich mal machen. Er übertreibt immer alles. Seine Mutter kann mich nicht leiden. Das ist der Grund. Ach was, ich kann seine Mutter verstehen. Nur zum Wäschewaschen wäre ich mir auch zu schade. Also, was soll jetzt damit passieren? Geht die nicht noch mit rein? Nein, Christiane. Also, das wäre ja noch schöner, wenn ich jetzt seine Wäsche wasche. Okay, okay. Du hast immer noch nicht mit deinem Vater gesprochen. Mach's gleich, sonst fährt Christian heute Abend nach Hause. Ist das klar? Ja, aber erst machen wir eine Probefahrt. Danach rede ich mit ihm. Also auf die 5 Minuten wird's jetzt auch nicht mehr ankommen. Die warten doch schon auf mich. Hör zu. Wasch ausnahmsweise Christians Wäsche mit, wenn du gleich mit Papa sprichst. Reinste Erpressung ist das. Da bist du ja endlich. Ja, ja. Ich komme sofort, hm? Mhm. Papst? Mutti meint, ich muss mal mit dir reden. So? Muss das jetzt sein? Ja. Wollen wir da nicht besser reingehen? Ach komm. Du weißt doch, wie das mit Christian und mir ist. Wir sind fast ein Jahr zusammen. Und jetzt, wo wir uns so selten sehen können, wollen wir natürlich jede freie Minute zusammen sein. Das verstehst du doch, oder? Ja, Christiane, aber... Na ja, dann ist ja alles in Ordnung. Du bist wie deine Mutter, wenn sie was erreichen will. Jetzt hör mir mal zu. Ich verstehe euch, ja. Hab auch nichts dagegen. Aber die Leute, wenn man denen wenigstens sagen könnte, ihr seid verlobt, dann könnten sich ihre Mäuler nicht so zerreißen. Ach, verloben ist doch altmodisch. Wenn ihr euch so gern habt, wie ihr immer sagt, dann wollt ihr doch wohl auch zusammenbleiben. Ja, klar. Na also, warum kann man sich da nicht verloben? Das heißt doch nichts anderes, als das Versprechen, zusammenzubleiben. Ach, Paps. Also, Christiane, anders geht's auf die Dauer nicht. Ihr könnt hier nicht so zusammenleben wie... Na, du weißt schon. Die warten auf mich. Du hast mich verstanden, Christiane. Ja, ja. Beate! Bin gleich soweit. Mann, jetzt ist sie auch noch nicht fertig. Ihr seid vielleicht Trantüten. Was heißt denn ihr? Na, ihr Weiber. Wenn es drauf ankommt, sind wir 10 Mal schneller als ihr. Jetzt haben wir doch endlich mal, was dein Vater vorhin von dir wollte. Ach, verloben sollen wir uns. Ja, dann können wir auch gleich heiraten. Mhm, und einen Haufen Kinder kriegen, ne? Auf jeden Fall würde ich wesentlich mehr Geld kriegen als jetzt. Sag mal, spinnst du? Wieso? Wenn wir jeden Monat 500 Mark für den Wagen abbezahlen, dann wären wir in 10 Monaten ja genau die Hälfte der Schulden los. Sag mal, was soll denn das? Wir waren uns doch einig, dass wir nicht so schnell heiraten, oder? Ja, komm, vergiss es. War ja auch völlig idiotisch von deinem Vater, den neuen Wagen zu kaufen. Oh, Mensch, jetzt fang du nicht auch noch an. Hätte dich wenigstens vorher mal fragen können, wenn er dir das Geld nur leiht. Ja. Worum geht's denn? Deiner Ehekraft, wegen dem Formel-1-Wagen hier. Los, einsteigen. Beate fährt bei Herbie mit. Nee, nee, lass mal. Ich will heute ein bisschen aufdrehen. Hey, wir können ja heute Abend eine Spritztour machen. Diese Tour zieht bei mir nun wirklich nicht. Mal wieder auf dem Furz sein. Glück, dass ich nicht mit drauf sitze. Du fährst auch viel zu schnell. Ich denke, mit dem Neuwagen darf man das gar nicht. 80 darf man, genau die Fahr. Ich kann es auch drauf gucken. Fast 90. Die gehen doch alle falsch. Ja, ja.
nicht Christian. Mal sehen, was er macht. Halt mal den ganzen Verkehr auf. Schwester? Tut mir leid, aber Sie dürfen hier nicht länger bleiben. Sie können ihm doch nicht helfen. Kommt er durch? Ich glaube schon. Morgen wissen wir mehr. Lang, Schatz. Ich hätte sonst nicht schlafen können. Ich habe die ganze Fahrt an dich gedacht. Und was? Wir haben uns gedacht. Ich hab dich auch lieb. Ich muss immer wieder an Herbert denken. Wie geht's ihm denn? Besser. Ich hab so Angst gehabt, wenn dir auch sowas passieren würde. Und du wärst. Naja. Ich glaube, dann würde ich auch nicht mehr leben wollen. Sag doch nicht sowas. Tut mir leid, dass ich so blöd reagiert habe, als du das vom Heiraten gesagt hast. Vergiss es. Nein, vielleicht hast du sogar recht. Dann hört wenigstens das Theater mit den Eltern auf. Dann können sie uns nicht mehr reinreden. Na genau. Außerdem haben wir uns doch lieb. So, jetzt schlaf gut. Gute Nacht, Schatz. Bis bald. Ich hab dich lieb. Tschüss. Tschüss. Danke, Herr Offizier.